Ja, passt ganz gut. Ich muss sowieso nach oben. Koffer mit nach oben, die muss ich laden. Jetzt laufe ich extra für Jesse. Nicht für immer, für Jesse laufe ich jetzt nach oben. Laptop ist nämlich an und werde euch erstmal das Bildungsgesetz ein bisschen näher bringen. Dann haben wir einen kleinen Bildungsauftrag heute erfüllt. Ihr wisst ja auch, wie man Gesetze googelt und Paragraphen googelt. So, als allererstes muss ich mein Ladekäse laden. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie zeige ich euch das am besten, dass es ein Bundesbildungsgesetz gibt. Jetzt habe ich eine kleine Citrus Workstation Rückmeldung bekommen, dass da irgendwas mit dem Server nicht stimmt oder meine Verbindung nicht in Ordnung ist. Ah, mein PC muss aktualisiert werden. Also, ich erkläre euch das jetzt, wie man. Ah, da brauche ich einfach so, nach vorne. Wir ändern das einfach. So, man hat hier Google, wenn man das sehen kann. Kann man es erkennen? Ich gebe jetzt bei Google Bundesbildungsgesetz. Habe ich eingegeben. Schreibweise ist nämlich bei Google relativ egal, weil Google korrigiert das Bundesbildungsgesetz. Drück auf Enter. Dann drückt man, so wie ich das kenne, weil man sich manchmal verschreibt, da oben auf Berufsbildungsgesetz, Bundesbildungsgesetz, einen Moment. Da steht echt Berufsbildungsgesetz. Moment, das Jahr ist vielleicht anders. Ein Moment, da haben Sie recht. Habt ihr recht? Ein Moment. Berufsbildungsgesetz. Da, Berufsbildungsgesetz. Kann man das sehen? Landesportal. Manchmal sind die Bundesländer ein wenig anders. Bildungsgesetz, Paragraph 8. Paragraph 8, kann man das sehen? Da, Bundesbildungsgesetz, Einzelhorn. Ausdauer, Ausbildungsdauer, bla 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 bla. So, man muss sich da ein bisschen, aber auf jeden Fall gibt es eine Bundesministerium für Justiz, ist das? Warum? Doch, da steht eine ganze Menge von. Ich habe das alles schriftlich. Absatz 2 ist es da. Da hast du fast recht gehabt. Aber ich gebe einfach mal ein, Fleischermeister. Beat Schlau.